Hallo zusammen. Heute mal hier einer der häufigen Tagfalter, den ich euch vorstellen möchte oder zeigen möchte, und zwar der Zitronenfalter. Viele kennen ihn oder die meisten werden ihn sicherlich kennen. Das sind die gelben Falter, die im Frühjahr immer relativ viel zu sehen sind. Beziehungsweise es gibt hier einen Geschlechtsdimorphismus, das heißt, das männliche Tier ist eher gelb, kräftig gelb, das Weibchen ist eher weißlich, blasser auf jeden Fall in der Farbe und ja, sie sind jetzt im Frühjahr relativ viel unterwegs. Man sieht sie oft an Waldrändern und auf Wiesen rumfliegen. Liegt daran, dass die Falter überwintern. Also das ist eine der Arten, die als Falter überwintert. Und daher sind die Falter im zeitigen Frühjahr schon unterwegs. Die Eier wiederum werden dann auch rechtzeitig im Frühjahr gelegt bei Laubaustrieb. Ich befinde mich jetzt hier an so einem kleinen Hang. Ja, das ist eine Hecke umgeben von Wiesen und ja. Und der Zitronenfalter legt seine Eier sehr gerne an Faulbaum. Das ist so eine Pflanze, die häufig auf ruderalen Standorten auftritt, an Waldrändern oder auf Lichtungen viel, bei Kahlschlägen. Da ist es sehr verbreitet. Und da kommt dann auch der Zitronenfalter und besiedelt die ganz gerne, die Gebiete. Und nach den Eiern kann man auch recht leicht suchen. Ich möchte es einmal vorstellen, weil es wirklich eine leichte Art ist, eigentlich für Anfänger auch. Wer Lust hat und an Faulbaum vorbeikommt, kann da gerne mal ein Auge drauf werfen. Das ist recht interessant. Und zwar sieht man jetzt bei Austrieb, die Triebe sind hier noch relativ klein. Das ist eine relativ kühle Gegend, aber das ist eigentlich ganz gut. Also in diesem Stadium von den Trieben legt der Zitronenfalter ganz seine Eier und man sieht es hier schon wirklich eindeutig eigentlich. Das ist so ein leicht bläulich-grünes, gelbes Ei. Das ist hier relativ frisch gelegt. Das ist noch, man erkennt es jetzt auf dem. Bei den Lichtverhältnissen relativ schlecht, das ist noch ein bisschen bläulich. Dann haben wir unten auch gleich noch ein weiteres Ei, das ist eher gelb, dunkelgelb. Das ist schon ein bisschen älter, das dunkelt danach. Und wir sehen also, es ist auch relativ hohe Dichte dann in guten Gebieten. Also, beziehungsweise Zitronenfalter ist ja eh überall verbreitet, eigentlich, kann man sagen. Und damit hat man eine gute Fundquote, sage ich mal. Und man kann relativ schnell die Eier nachweisen. Also jetzt hier gleich zwei Stück nebeneinander und würde ich auch sicherlich noch viele, viele weitere finden. Einfach mal an den Triebspitzen vom Faulbaum, wenn ihr Faulbaum gefunden habt, einfach mal ranschauen. Und ja, dann ist eigentlich schon relativ schnell ein Erfolg, den man verzeichnen kann. Wie gesagt, bevorzugt eigentlich gern so Lichtungen, Waldränder, Wegränder. Genau, bisschen besonnt. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Frühjahr eigentlich eine sehr einfache Art. Einfach mal, wenn man Faulbaum sieht, vorbeiläuft, an diese Triebspitzen schauen und dann diese spitzen, länglichen Eier, die wirklich an der Spitze von den Trieben sitzen. Das ist sehr eindeutig dann auf für den Zitronenfalter. Genau, versucht es einfach mal aus und viel Erfolg euch.